Hallihallo und willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy X. Letztes Mal sind wir auf der Mian-Hochstraße quasi vorgestoßen und haben einiges an Erklärungen bekommen, wieso die Mian-Hochstraße heißt und wer Mian war, und haben Bellemegne oder wie auch immer sie heißt getroffen und sie auch gleich besiegt. Was machen wir hier eigentlich? Hier wollen wir zuerst mal Yuna nehmen. Und heute geht's weiter auf der Mian-Hochstraße, gleich mal mit einem Kampf. Hier sehen wir nämlich noch einen der neuen Gegner, und zwar, ich glaube, der Typ heißt Teilchenblau, kann das sein? Oder Teilchenweiß, ich weiß gar nicht genau auswendig. Auf jeden Fall müssen wir den mit... Wir nehmen hier mal... Ja, hier... Blinty. Auf jeden Fall werden wir das Teilchen, also das komische Mikro, den mittleren Gegner mit Lulu besiegen müssen. Und wir wollen natürlich wieder alle unsere Charaktere verwenden, weswegen wir hier zuerst Yuna, Kimari und Waka verwenden. So, der war's. Und dann werden wir die Gegner einfach mit den jeweiligen Charakteren, die dafür geeignet sind, in einer Runde wegputzen. Das wird übrigens der letzte Zufallskampf sein, den ich für längere Zeit herzeige. Eben weil Gegner nicht sich nicht. Also ich glaube, ich habe jetzt alle Gegner hergezeigt und wie man sie ungefähr besiegt. Oh, war nicht ein sehr gut. Der Auron hier. Deswegen brauche ich sie nicht mehr herzeigen. Der Rest. Ja, wie gesagt, letztes Mal habe ich nicht genau erwähnt, warum es wichtig ist, dass Yuna ein Level bekommt. Und zwar, das ist deswegen wichtig, damit sie beim Kampf gegen Ifrit, eben gegen Bellemeg, ne? Oder wie auch immer sie heißt, dass die Bestia da mehr HP hat und... Autsch. Naja, beim Feuerzauber steckt sie meistens irgendwie. Egal, auf jeden Fall, damit sie eben dort dann die Valfaris genug HP hat, um Wilfried lang genug zu widerstehen zu können, um die Ekstase und eine Paarangriffe durchzubringen, weil sonst geht sich der Kampf nicht wirklich gut aus. So, was gibt's hier? Ah ja, hier gibt es noch einige Items einzusammeln. Moment, was gibt es hier alles? Hier auf der rechten Seite müsste irgendwer stehen. Aber zuerst schauen wir hier mal rein und reden mit dem Chocobo-Reiter hier. Our prayers are with you. Na, dann ist er gut. So, und in der Kiste ist was drinnen? Ah, na, Heilmittel, das ist sehr gut. Ich glaube, hier unten müsste noch irgendwo einer stehen, der mir einen Vulkanring gibt. Ja, der Typ ist das. Ja, der hat Vulkanring schützt Yuna natürlich vor Hitze. My Lady Summoner. You're a summoner? Yes. My name is Yuna. I'm Callie. Nice to meet you, Callie. Lady Yuna, are you going to bring us the call? Yes. Very soon. Yay! We're looking forward to another calm, my Lady Summoner. I'll do my best. And good luck to your guardians as well. Tschüss! What's the calm? The calm is a time of peace. It comes after a summoner defeats Sin and lasts until Sin reappears. Sin dies and is reborn. I get it. I thought it was weird. Yuna's dad defeated Sin 10 years ago, right? But Sin's still here. Didn't make much sense till now. Wait, if it just comes back... Don't say it isn't worth it. Because it is. Even for a little while, people can sleep in their beds without being afraid. That kind of time is worth anything. Don't say it isn't worth it. Your words that day, Yuna, I remember them well.
Jetzt wissen wir auch, warum Sin da und zurückkehrt. So, und hier gibt es noch etwas zu finden, und zwar hier den Ball, hier sollten wir nicht anstoßen, dann bekommen wir nämlich weiter hinten von den kleinen Kindern was. Und zwar von dem, glaube ich. Wenn wir den Ball anstoßen, dann gibt uns der Kleine nämlich gar nichts. So, und hier gibt es in dem Abschnitt eigentlich nichts mehr zu erledigen, außer die drei Items, die wir gesammelt haben und die kurze Cutscene anzusehen. Wo kommen wir jetzt? Ah ja, jetzt kommt so etwas ganz, ganz Wichtiges, und zwar im nächsten Abschnitt der Mihrenstraße, den letzten vor quasi dem nächsten Bosskampf, müssten hier ziemlich viele Leute rumstehen. Gibt's hier drinnen auch noch was? Nein, gibt's gar nichts. So, und ich glaube, von dem hier müssten wir einen Sphero-Pass bekommen. Ja, genau, und den wollte ich gar nicht wirklich haben. Dann schauen wir uns gleich mal an, wofür wir den brauchen. Und zwar bei Kimari haben wir hier auf der rechten Seite einen Level 1 Sphero-Stopp, der uns den Durchgang verhindert. Und zwar zu den Abilities klauen und benutzen. Das können wir natürlich nicht hinnehmen und wir werden einfach darüber fahren. Ich brauche hier nur ein Level, weil wir die Fälle ja schon befahren haben. Dann benutzen wir den Level 1 Sphero Pass, den wir jetzt bekommen haben. Das ist übrigens der erste hier, also vorher geht das gar nicht. Und dann gehen wir rüber. Und wir verwenden nur die zwei Abilities, das reicht schon, glaube ich. Wir benutzen hier die Ability-Spheroiden, zwei davon. Wir haben jetzt übrigens genug Ability-Spheroiden, wir brauchen den Ability-Schlag nicht mehr wirklich ausführen, aber besser einen Stock aufbauen, also einen Vorrat aufbauen als nicht. So, und jetzt können wir mit Kimari immer klauen nebenbei, das heißt, wir können Items quasi von den Gegnern klauen, Potions, High Potions, Elixiere, Ether, alles mögliche, und das hilft uns im Endeffekt relativ gut aus, weil wir das einiges an Geld sparen. So, und im Endeffekt werde ich Kimari dann, ich glaube, ich werde ihn auch so raufschicken. Also theoretisch könnte Kimari auch hier weitergehen. Also hier die Kurve machen über die vier Lernfelder. Dann komme ich hierher und kann ich Reizen erlernen. Und dann, wenn ich ein bisschen zurückgehe, kann ich mir Hast auch noch nehmen. Ich glaube, so werde ich es wahrscheinlich sogar machen. Also suche ich mir noch aus. Ich mache jetzt auf jeden Fall die anderen Charaktere noch weiter. Und wenn ich damit fertig bin, dann sehen wir uns gleich wieder. So, zwei Sachen würde ich am Sphärobrett noch herzeigen. Und zwar bei Auron könnten wir jetzt mit dem Level 1 Sphäropass hier oben nach oben. Da gibt es drei Felder, die wir ausfüllen können. Nicht wichtig, aber dann könnten wir mit dem Level 1 Sphäropass dorthin, wo Tidus nachher ist. Das werden wir allerdings nicht machen, weil wir bei Auron hauptsächlich die Fähigkeiten haben wollen, die Auron kann. Für Kimari kann sich das theoretisch auszahlen, wenn er hier bei Tidus Pfad hier abbiegt und dann Richtung Aurons Pfad weitergeht. Könnte sich manchmal auszahlen. Ich überlege mir jetzt noch, ob ich es mache. Es ist nicht wirklich wichtig oder so, aber schauen wir mal. Und bei, wo haben wir ihn? Bei Tidus haben wir den Retard-Hieb erlernt. Der kann im Prinzip nichts anderes, als was das Retardano sowieso kann. Aber die Ability haben wir jetzt. Das heißt, wenn wir das Retardano auswechseln, könnten wir mit dem Retard-Hieb quasi auch Gemach am Gegner auslösen, sofern er halbwegs dafür anfällig ist. Allerdings hält der Retard-Hieb wie auch der Blind- und Stummhieb. Nur drei Runden an, also nicht ganz so gut wie das Retardano, aber macht er nichts. Und wie gesagt, von dem Typen bekommen wir den ersten Level 1 Sphero-Pass, aber in naher Zukunft werden wir noch einige andere bekommen. Das heißt, wir können uns jetzt ganz gut auf dem Sphero-Brett bewegen, zumindest bei den Level 1 Schranken vorbei. So, die Kämpfe hier sind übrigens gar nicht so einfach, also man sollte sich nicht unterschätzen, vor allem es gibt hier noch so einen Doppelhorn-Typen, den ich noch nicht hergezeigt habe, so einen blauen. Und der ist ganz schön hart. Schauen wir mal, ob er dabei ist. Nein, hier ist er nicht dabei. So, da war er auch nicht dabei, deswegen habe ich den Kampf natürlich nicht hergezeigt. Schauen wir, hier gibt es nämlich noch eine Kiste. Nicht vergessen. 2000 Gil können wir auf jeden Fall brauchen. Wir werden nämlich bis in ein paar Folgen, ich weiß nicht, nächste Woche oder so, ich zeig den Kampf einfach her. Wie gesagt, nächste Woche brauchen wir ungefähr dann so... Ah, das ist der blaue Doppelband, den ich meinte. Brauchen wir ungefähr so 10.000 Gil, damit wir etwas Bestimmtes kaufen können. So, was machen wir hier eigentlich? Ich weiß, Magie hasst auf Tyros, das ist eine gute Idee. Das Problem bei dem Kampf ist, dass der Typ, der Blauhorn, ziemlich viel Schaden macht. Aber er lässt sich relativ einfach ausschalten, indem man einfach ihn blind sieht. Natürlich habe ich jetzt keine Mana dafür. Egal. Dann werden wir einfach mit Rocker auf den Typen drauf haben. Und mit Lulu und... Autsch.
Oh, wow, wow. Na, wie gesagt, die normalen Bomber hier mit Eis und Aaron bekämpfen und den Top-Level-Typen am besten mit Charakteren, die viel Schaden machen. Das heißt Kimari, Wakka, Aaron, Tidus, ziemlich alle relativ gut für den Blauhahn geeignet. Und wenn man Blindhieb hat, dann natürlich Blindhieb verwenden. Was sollte ich hier jetzt machen? Am besten wir wechseln mal Yuna ein und heilen mal. Sonst könnte das fast jetzt knapp werden. Und zwar Lulu, weil die muss eher länger da bleiben. Aber Gott sei Dank daneben. Das heißt, hier wechseln wir nochmal Tidus ein und geben Lulu nochmal Hast. Damit sie schneller die komischen Typen da wegbringen kann. Und wir werden auch, glaube ich, Yuna noch Hast geben. Eis. Ja, genau. Wie gesagt, die Typen, die die Bomber haben, 850 HP. Und mit entweder drei Eissprüchen geht sich, also zwei Eissprüchen geht sich genau nicht aus meistens. Entweder drei Eissprüchen oder zwei Eissprüchen und einmal Auron angreifen geht sich meistens aus. Das sind dann genau die drei Runden, die man brauchen darf quasi. Tidus macht nochmal. Erstmal die Hast auf Yuna, sehr gut. Und die muss auch relativ schnell viel wegheilen. So, der erste sollte weg sein, ja, sehr gut. Dann holen wir Auron und. Oder wir holen mal Kimari rein, weil da hat glaube ich auch noch nicht mitgespielt gerade. Wo ist Kimari? Hier ist Kimari. Der wird jetzt nämlich Clown herzeigen, was wir letztes Mal oder vorher bekommen haben. Und wir klauen eine Potion von dem Typen, besser als gar nichts. Hier wechseln wir Auron ein. Packen gleich mal auf den Bomber drauf. Und gegen Kimari wechseln wir dann nochmal Yuna ein. Und nach dem Kampf werde ich mal kurz alle durchheilen. Auch wenn sich das dann eher knapp ausgehen wird, weil Yuna hat schon relativ wenig KP mehr. MP natürlich. Das ist übrigens die stärkste Kombination, auf die man hier in der Mihen-Strafe trifft. Also wenn man die schafft, dann hat man mit den anderen Kombinationen meistens auch kein Problem. Einmal noch den Bomber und dann können wir uns voll und ganz auf den, ich weiß nicht genau wie er heißt, schauen wir mal nach, weil Yuna hat nämlich aus ihren Weisenstab durchschauen, das heißt wir können schauen, nein, hat sie nicht, hat sie dann, Wakka vielleicht, nein, auch nicht, ich weiß gar nicht wieder, warum die Namen hier nicht angezeigt werden, ich dachte ja nicht, bei einer von diesen 10 werden die Namen auch angezeigt, aber egal, wir heilen nochmal Lulu und dann geht's auch bösen Doppelhorn-Typen da besiegen. Am besten mit Tidus, da hat er auch Hast jetzt. Und wir müssen sowieso heilen. Wie gesagt, er macht schon ganz böse Schaden, also. Deswegen sollte man bei der Kombination Yuna auf jeden Fall herauslassen. Nicht einwechseln oder so, sondern ganze Zeit irgendwie. Beziehungsweise bis auf jetzt, da wir jetzt sowieso quasi nichts mehr heilen können. Wenn wir nochmal mit Kimari angreifen, da der auch angenehm viel HP, also angenehm viel Schaden macht. Und ich glaube, die blauen Typen, da braucht man sich nicht einbilden, dass man ihn wieder vernichtend schlagen kann. Das ist, glaube ich, eher illusionär. Weil die schon eine ziemlich hohe HP-Schwelle für das Vernichten haben. So, und da vorne ist noch ein komischer Reisewagen und wer bei diesem Reisewagen sich umhertreibt, was wir am Ende der Mihenstraße finden, beziehungsweise in der Mitte, und was das alles mit Chocobos zu tun hat, das sehen wir, nachdem wir den Typen da angesprochen haben, beim nächsten Mal. Und bis zum nächsten Mal wünsche ich euch natürlich... Oh, da kommt noch einer. Okay, bis zum nächsten Mal wünsche ich euch viel Spaß!